Abend für uns vorbereitet. Und das heißt Fischgrätze, Marion Petritsch am falschen Dampfer. Wir sind sehr gespannt, oder ich, und ich freue mich sehr, dass wir heute so zahlreich gekommen sind und wünsche Ihnen viel Spaß. Diesem Luxusdampfer da drin. Ich gehe auf die MS Mozzarella. Was, der ist eh noch da? Boah, dann sind wir schon zwei. Was auf so einem Schiff alles zusammenkommt, ist sensationell. Also die skurrilsten Menschen begegnen einem, Leute, die die Reise gewinnen, wo man nicht möchte, dass man das weiß, Leute, die das machen, um ihre Ehe zu retten und so weiter. Aber es passt so wunderbar hinter mir, brennendes Wikingerschiff. Die MS Mozzarella wird nicht brennen, aber vielleicht wird sie am Ende untergehen, aber das sehen wir dann. Gnädige Frau Reisen, inkognito. Wenn Sie sich nicht sein, so berühmt sind, sind wir da nicht. Das muss ich meinem Baby sagen, das darf ja nicht wahr sein. Sie und Frau Petrovic, machen Sie am Schiff dann auch eine Radiosendung? Nein, mache ich nicht. Schaut, Sie haben das perfekte Radiogesicht. Danke, Ihnen auch fröhliche Weihnachten. Ich bin ja großer Fan, bin schon in einem Alter, großer Fan von Love Boat und Kreuzfahrt ins Glück, wo man ja sowieso nach der ersten Szene schon weiß, wer mit wem und wer nicht. Und da passieren so lustige Sachen. Ich suche mein Baby, mein Koffer und mein Zimmer. Also praktisch zwei Koffer und ein Zimmer. Und der hat eine kurze Hosen an mit einem Suppenfleck drauf. Pantalone, Minestrone. Und unten herum hat er Flipflops an, die was schon ein bisschen streng riechen. Sandale, Fahle, Fatale. Und die ganze Haut schaut sich natürlich auch am Schiff, weil die tut natürlich dort in die Sterne schauen. Da sieht sie ja genug und da sieht sie gleich, welche Paare zusammen. Sonne, Mond und Sterne? Ah, das muss ein Salarium sein. Praktisch, da gehe ich rein. Ich bin eh noch so chaosweise, es hätte die ganze Molkerei ausgesoffen. Was? Das Gott schön, ja, wenn man die Platzung, die Frau. Meinen Sie mich? Natürlich, da kommen Sie her. Ja, Dankeschön. Moment, Erna kenne ich ja. Sie sind doch die Sternentante, die was die Leute immer aus den Dings, die aus den Sternen die Zukunft vorausprognostifiziert, stimmt's? Na, wir hören es doch auf mit diesem Schwachsinn. Das kann doch kein Mensch, bitte. Das ist ja irre. Das macht doch meine Schwester. Das macht die Gerda Rotschers. Wie Schwester? Wer sind nicht Sie? Na, wie die Zwillingsschwester. Rosalinde Rotschers, mein Name. Und ich habe einen anständigen und seriösen Beruf, bitte. Und der wäre? Ich lege Karten. Ganz besonders an Vera Nussbaum. Die findet, dieser Wahnsinn, der Mario Petrovic, findet in den besten Familien statt. Verzeihen Sie, soll ich abheben? Na danke, das mache ich schon selber. Hallo, was habe ich da schon verspricht? Was hat das gehabt? Das spricht Vera Nussbaum. Frau Vera, was nutzt das denn so? Das ist ein dramatisches Einzelschicksal. Das weiß die Nation eh schon seit Jahrzehnten. Frau Vera, was kann ich tun für Sie? Ja, das ist folgendes Problem. Also ich sehe nicht nur wesentlich jünger aus, als ich alt bin, sondern ich bin auch wesentlich klüger, als ich intelligent bin. Sie hat ein bisschen weniger Rolle, denn die Fischgrätze ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Marion Petritsch selbst die Hauptrolle dort hat, weil sie ist nämlich engagiert als Jazzsängerin in der Winothek zum Heiligen Geist am Boot und die kommt nie zum Singen, weil die Leute wollen natürlich alle den Kavalier und die Pauli Pizzeria hören und wer interessiert den Jazz, weil da weiß der nie, wo man klatschen soll, ne? Alter! Kinderwickel muss ich an, Zurückhoff muss ich an, Geschirr waschen muss ich auch noch. Kredit zahlen muss ich auch noch. Schere habe ich auch noch. Zum Doktor muss ich auch noch. Mein Kind kriege ich auch noch. Also wirklich
wirklich eine Comedy-Entertainment-Show. Also ich sage nicht, betone mich, ich bin keine Kabarettistin, weil Kabarettisten sprechen 2 Stunden lustig oder auch nicht lustig, aber ich brauche Überraschungen, Lichteinsätze, Musik, Musik, Musik. Und das ist wirklich eine Musikshow und ich singe 50% im Stück singe ich. Und dann will ich jetzt bitte schleifen oder ich mach dich noch in deinem Blödvisage. Hängt dir schon bis zum Boden. Jetzt endlich her dich vor. Bist nicht mehr aufzustehen. Vergiss nicht die Passworte. Lass mich nicht mehr sehen. Aber es ist wirklich lustig, es lohnt sich, kommen Sie alle vorbei, www.marapetritsch.at, auch in Ihrer Nähe.